Fischarten der Karibik. Die Fischpopulation hat sich in der Karibik über die letzten 10 Jahre massiv reduziert. Wissenschaftler glauben, dass der in dieser Region seit fast 30 Jahren unveränderliche Rückgang der Koralle einer der beitragenden Hauptfaktoren ist. Seit Jahren sterben Korallen auf der ganzen Welt im Rekordmaße, bedingt durch Verschmutzung, Krankheit und globale Erwärmung. In der Karibik sind 80% der Korallen im Laufe der letzten 3 Jahrzehnte in einem Umfang von ungefähr 8% pro Jahr abgestorben, aber die Wirkung auf den Fischbestand ist dort offenbar keine Ahnung. So, wir haben Trompetenfisch, Schmetterlingsfisch, Doktorfisch, Clownsfisch, Barracuda, Engelshai, Meerbaden und Schnapper. Was bist du? Du bist ein Engelshai. Nein, du bist ein Schmetterlingsfisch. Nein, das ist ein. Eigentlich ist es ein Engelshai. Du bist ein Engelshai, weil du hast das so und so und die Striche da, das ist da und so und die Flossen sind auch spitz zu so, ja, ja. Ich sag mal, das ist ein Engelshai, oder? Ein Doktorfisch, der hat keine Streifen, der einzige gestriffene ist der hier, ein Clownsfisch. Nee, du bist ein Engelshai. Für mich bist du ein Engelshai. Engelshai. So. Ah. Engelshai. Ah, jawohl! Bitch Slap. So. Es sieht so aus, als ob jemand ziemlich lange im Raum 102 gewohnt hat. David Graham. 702. Ich muss die Verriegelung abhacken, um hineinzugelangen. Mit einem Farbschaber oder mit Büroklammern. Oh. Aha. 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 Ups, ich habe zu stark gedrückt. Oh. So, Verschwindibus, Verschwindibus. Verschwindibus, Verschwindibus. Was war das jetzt, ein Rätsel? Das war ein Rätsel? Okay, nehme ich hin. Oh, Bierdosen. Mh, lecker. Käppi. Wie schaut das Zimmer hier aus? Wie ein Messi. Okay, Schuhabdrücke ist immer gut auf Mauer. Also das zeigt einmal von sportlicher Aktivität, ne? Kung Fu etc. Ja. Ansonsten Brillenträger ist er auch. Okay, er interessiert sich, keine Ahnung, für Farben. Malerei. So, jetzt haben wir wieder mal dumm geklipselt. Jetzt können wir schauen. Eine Klaue, ein Safe. Ein Safe? Ah, hier. Eine Klaue. Von was? Von wie? Da. Eine Steckdose. Und ein Wollknäuel. Da. Puh. Wir kriegen einen Eispickel, wie es mir scheint. Ja, Eispickel. Sehr schön. Am Kühlschrank ist ein kleines Schloss. Pick's off. Farbschaber. Ja. Aber am Kühlschrank ist ein kleines Schloss. Hä? Dort wurde Tapete über den Spiegel geklebt. Wer tut denn eigentlich? Der Spiegel ist nicht nur überklebt, sondern auch zerbrochen. Ja. Und weiter, was hilft mir das jetzt? Oh, jetzt habe ich eine Stange auch. Ah. Hahaha. Aber jetzt aber ganz ehrlich, wer braucht über den Kühlschrank
ein Schloss? Ich meine, nur so eine Frage. Ich meine, habt ihr auf eurem Kühlschrank ein Vorhängeschloss drauf? Ich meine, ich nicht, also. Aha. Das ist das Blut aus dem Krankenhaus. Oh mein Gott, Hammer. Zack, zack, zack. Ah, mit dem Hammer kann ich vielleicht den Spiegel. Nein, nicht. Okay. Was kann ich denn sonst noch mit dem Hammer? Kann ich mit dem Hammer vielleicht Fischi? Nein. Kann ich mit dem Hammer vielleicht... Nein, das ist auch schon alles. Kann ich mit dem Hammer Bam? Nein, okay. Hier kann ich anscheinend nichts tun mehr. Kann ich hier noch irgendwas tun? Nein, hier kann ich auch nichts mehr tun. Die Frage aller Fragen, laut dem Computer ist das Zimmer nicht belegt. Die Frage aller Fragen ist jetzt da. Das ist das Blut aus dem Krankenhaus. Ja, schön. Aber was mache ich jetzt mit dem Hammer? Kann ich vielleicht hier irgendwas zerdäpschen? Und was... Der Spiegel ist nicht nur überklebt, sondern wurde auch zerbrochen. Ja, schön. Zerbrich ihn weiter. Das lasst er mich auch nicht. Hier kann ich auch nichts mehr tun. Ja, hier lass... Hier, ja, super Tipp. Wirklich, wow. Toll, danke. Geiler Tipp. Also... Auf die Idee wäre ich nicht kommen, dass ich hier jetzt schauen kann oder zurückgehen kann. Okay, da kann ich nichts mehr machen. Ah, das habe ich nicht gesehen. Jemand hat diese Vorhänge an der Wand festgenagelt. Es sind Zeitungen über die Scheibe geklebt worden, wer auch immer dies gemacht hat. Now the clues are starting to add up. Blood in the fridge, blackout curtains, and a smashed mirror. It doesn't take a genius to figure out who's living here. But why would they be here in this motel? And why would they be burning churches and digging up bodies if they already have a supply of blood? But most importantly, what does this have to do with Aunt Rosie? I should get back to her house and see if I can figure out what she knew. Ah, I feel much safer here. I'm having trouble believing Aunt Rosie would allow herself to get mixed up in all this. I need to look around and see what she was up to. So, wieder zurück im Haus, klauen wir die vorher nicht dagewesene Kneifzange. Aha, jetzt schaut das anders aus, okay. Da haben wir ein Wimmelbild wieder vom Keller. Also wirklich, was wir an Wimmelbildern jetzt mittlerweile schon gemacht haben, das haben wir beim letzten Wimmelbild wirklich nicht gehabt, so stark. Obwohl das hier eigentlich auch eine gute Story hat. Aber halt nicht so dramatisch fesselnd wie ein Mystery Case Files, ne, ist eh klar. So, das Buch bekommen wir auch, das ist gut. So, eine Luftpumpe, ein Fisch, ein Lamoon, Billardkugeldreieck. Oh, wo ist denn das schon wieder? Da ist es. Und einen Kompass. Wo ist denn da der Kompass? Das ist ein Messerblock. Ein Vorhängeschloss. Hier ist der Kompass. Ein... Okay. Für was brauchen wir das jetzt? Ich will es gar nicht wissen. Es fehlt ein Stück an der Spitze des Riegels. Ja, dann nimm doch das hier. Okay. Hier fehlt also noch etwas. Der Drehknopf fehlt. Was ist das? Es sieht nach einer Art Sockel aus. Okay, wenn ich den Sockel wahrscheinlich da was draufschicke, geht die Lade auf. Einige Bücher fehlen im Regal. Apropos Bücher, Handbuch für Viehzüchter. Der Honda-Knoten.
Wie man einen Honda-Knoten bindet. Schritt 1. Beginne mit einem obenliegenden Knoten, der in Abbildung 2.1 gezeigt wird. Nimm nun das Seilende und schiebe es nun durch die Öffnung, die durch Herunterdrücken der obenliegenden Schlinge entsteht, wie in Abbildung 2.2. Ziehe an Schlaufe und Hauptteil des Seils, während du gegen den Knoten drückst. Forme den Honda, nachdem der Knoten festgezogen ist, mit den Händen, um dessen Größe anzupassen. Its size. Es passt. Ah ja, okay. Ein Honda-Knoten. Oh. Ich bin kein Zahnarzt, aber diese Zähne sitzen ganz schön fest. Nur dann reißen wir sie ihm doch raus. Was mache ich jetzt mit Zähnen? Oh. Habe ich ja ganz übersehen. Diese Karaffen sind alle leer. Sie müssen mit irgendwas befüllt werden. Oh, hier ist ein schön gedeckter Tisch, wollte ich gerade sagen. Oh, Pizza hätte ich auch gern. Oh, ein Händel. Oh, hätte ich jetzt auch gern. Ich habe so einen Hunger. Das Einzige, was ich noch im Kühlschrank habe, ist ein 12 Stunden alter Cheeseburger von McDonald's, weil ich den nicht essen habe mehr können. Nur Mäcki essen macht so schnell satt und doch nicht. Und nach 2 Stunden hast du wieder Hunger. Glühbirne, Möhre. Na, die kannst du erkalten, die Möhre. Briefmarke. Also der Armreif. Briefmarke und Sonnenschutz. Ja, Sonnenschutz. Welcher Sonnenschutz? Das wird zwar keine Briefmarke, oder? Da habe ich mich verlesen. Sonnenschutz, hier, ein Kapperl. Wir kriegen einen leeren Wasserkrug. Oh, ich muss zuerst die Kugeln wieder anordnen. Pack. Was? Ordne die Belagkugeln so an, dass die Nummern gleich sind. Wenn ich nur wüsste, was ist die 8 eigentlich? Zählt das und das und das und die nichts in der Mitte, oder? Die in der Mitte zählen nichts, okay. Das hilft mir schon einmal weiter. So. Na bitte, geht ja. Das ist ein schönes, festes Dreieck. Ach nee, wirklich. Ich denke, dass diese Statue ursprünglich mehr als 2 Arme besitzen sollte. Ah ja, woher weißt du das schon wieder? Hellseher oder was? Hellseher. Ich bin auch so ein Hellseher geworden, seitdem ich Wimmelbildspiele spiele. Ich sehe alles schon voraus. 10 Jahre, ne? So, was haben wir hier? Hier haben wir das, nichts. So, was suchen wir? Wir suchen eine Muschel, ein Seepferdchen, eine Kaninchenpfote, ein Plüschwürfel und eine Pylone.
was auch immer eine Pylone sein sollte. Ich werde es dann wahrscheinlich gleich wissen, wenn ich es anklicke. Wie gesagt, wenn ich es anklicke. Da ist die Muschel. Ach so, ein Hütchen. Sagt doch das gleich. So, Plüschwürfel. Plüschwürfel, Plüschwürfel. Hier, Plüschwürfeln. Jawohl, was kriegen wir Schönes? Ein Drehknopf der Mischbatterie. Nein, du bist uninteressanter, weil... Ein Drehknopf der Mischbatterie. Warte mal kurz. Kann ich hier... Ja, kann ich hier... Ja! Fülle jede Vase mit einem anderen Gegenstand, um ihre Größe zu beeinflussen. Klicke auf einen Gegenstand. Was? Oh. Ja. Und? Wie sollen die ausschauen, die Vasen? Habe ich irgendwie einen Hinweis oder irgendwas? Oder... Fülle jede Vase mit einem anderen Gegenstand, um ihre Größe zu beeinflussen. Klicke auf einen Gegenstand und dann auf die Vase, die gefüllt werden soll. Ja, das ist mir schon bewusst, aber gibt es hier irgendwie eine bestimmte Vorgabe?